Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute schauen wir uns mal den Weißdorn genauer an. Ihm wird eine große Kraft zur Abwehr des Bösen nachgesagt. Ob es Geister sind, Hexen oder andere schlechte Einflüsse. Vielleicht wurde deswegen der Weißdorn immer gerne als Hecke auch um das eigene Haus oder um den Hof gepflanzt. Aber auch wenn keine Hexen eine Rolle spielen, macht es Sinn, den Weißdorn zu pflanzen, denn wir können ihn richtig gut für uns nutzen. Schon im Mittelalter wurde im Falle einer schweren Krankheit aus Weißdornzweigen ja eine Art Bogen oder Tor gewickelt oder gebunden, durch das die Kranken gehen oder eben kriechen mussten. Die bösen Geister der Krankheit sollten dabei abgestreift werden, sodass die Genesung einsetzen kann. Auch im alten Rom trug man Amulette aus Weißdornholz für den Schutz. Auch das Vieh wurde geschützt vor bösen Geistern, indem Weißdornzweige über die Stalltür genagelt wurden. Und auch Babywiegen gab es aus Weißdorn. Das sollte verhindern, dass die Kinder von bösen Feen verhext werden oder auch gegen einen sogenannten Wechselbalg ausgetauscht werden. Heieiei. Der Weißdorn gilt aber durchaus auch in vielen Kulturen als ein Ort, in dem gute Feen leben. In England ist der Weißdorn zum Beispiel ein Teil der Baumfeen-Dreiheit. Wenn Weißdorn, Eiche und Esche zusammenstehen, kann man dort Feen sehen. Und manchmal sollen die Feen oder Elflein auch unter einzelstehenden Weißdornbäumen zu sehen sein und dort leben. Historisch gesehen wurde der Weißdorn schon im 1. Jahrhundert nach Christus als Heilpflanze erwähnt. Aber im Mittelalter scheint er keine große Rolle gespielt zu haben. Zumindest findet man ihn erst im 18. bis 19. Jahrhundert wieder in den Werken der Heilkräuter. Inzwischen ist das auch wissenschaftlich nachgewiesen und bestätigt und der Weißdorn kommt in sehr vielen medizinischen Präparaten vor. Der Weißdorn heißt auf Lateinisch Crataegus und unter diesem Namen werden die Früchte des Weißdorn auch in der Homöopathie genutzt. Weißdorn ist häufig Bestandteil von Medizinprodukten, oft auch in Mischung mit ganz anderen Pflanzen. Aber auch als Tee können wir ihn besonders einfach und vor allem kostengünstig selber sammeln und da ist er auch sehr gut wirksam. Beim Sammeln sollte man natürlich darauf achten, dass er Dornen hat. Die sind auch besonders gemein, also wirklich darauf achten, da gar nicht erst reinzugreifen. Und natürlich ist gerade in der Blüte der Weißdorn voller Insekten. Da sind Bienen, Hummeln, da ist alles voll, da muss man natürlich auch schauen, dass man da nicht reingreift. Ich habe auch festgestellt beim Weißdornblütensammeln, dass die sehr, sehr klebrig sind, fast honigartig, deswegen locken die auch so viele Insekten an. Deswegen schmeckt aber gerade der Weißdornblütentee auch besonders lecker und süß. Da empfiehlt es sich nicht gerade, das feine Holzkörbchen zum Sammeln zu nutzen, sondern vielleicht lieber ein Gefäß, was man wieder auswaschen kann. Der Weißdorn hat die Besonderheit, dass wir ihn besonders als Tee getrunken auch dauerhaft zu uns nehmen können. Er kommt häufig in Hausteemischungen vor, die ja dafür bekannt sind, dass man sie täglich einnimmt. Man kann ihn aber auch dauerhaft kurmäßig anwenden, ohne dass beim Weißdorn da etwas passiert. Beim Weißdorn sind keine Nebenwirkungen bekannt und er ist ein von wenigen Pflanzen, wo sich die dauerhafte Einnahme nicht negativ auswirkt, sondern uns gut tun kann. Der Weißdorn ist insbesondere dafür bekannt, für die Herzkräftigung besonders gut zu sein und das insbesondere ohne, dass er Nebenwirkungen hat. Es gibt ja noch andere Pflanzen wie den Fingerhut, also Digitalis, die gerade bei Herzleiden eine Rolle spielen, aber der bringt zum Beispiel auch einige Nebenwirkungen mit sich und der Weißdorn eben nicht. Der Weißdorn ist richtig gut geeignet bei Herzleiden, aber auch bei Blutdruckproblemen. Das Spezielle und Spannende am Weißdorn ist, dass er den Blutdruck reguliert. Egal, ob der Blutdruck zu niedrig ist oder ob er zu hoch ist, wird der Weißdorn den wieder auf ein gutes Maß bringen. Gerade für Leute, die unter niedrigem Blutdruck leiden und damit immer mal Probleme haben, gibt's recht wenige Kräuter, die genau dafür besonders gut sind. Deswegen ist für die auch der Weißdorn nochmal insbesondere interessant. Für einen Weißdorn-Tee können wir im besten Fall die Blüten sammeln, auch gerne mit den Blättern zusammen. Auch nach der Blüte kann man die Blätter noch sammeln für einen Weißdorn-Tee. Auch die Früchte kann man sammeln und frisch oder getrocknet für den Tee benutzen. Da macht es Sinn, die Früchte vor dem Aufgießen noch mal ein bisschen klein zu stoßen, die auch mit aufzukochen und 10 Minuten mitziehen zu lassen. Die moderne Medizin und Wissenschaft hat bestätigt, dass der Weißdorn richtig gut wirksam ist. Aber der Weißdorn ist denen auch ein kleines Rätsel. Denn es scheint wieder mal so zu sein, dass das Zusammenwirken vieler Inhaltsstoffe die spezielle Wirkungsweise des Weißdorn ausmacht. Denn einzeln gesehen hat die Forschung da jetzt keine konkreten Möglichkeiten nachweisen können, welcher einzelne Stoff jetzt verantwortlich ist für die gute Wirkung, sondern es ist wieder das Zusammenspiel
Alles gemeinsam, die einzelnen Inhaltsstoffe potenzieren sich da zu der besonders guten Wirkung vom Weißdorn. Daher wird der Weißdorn auch gerne für Behandlungszwecke eingesetzt. Bei einigen Krankheitsbildern, die sich so um Herzleiden drehen, ist selbst von der ärztlichen Kommission der Weißdorn ausdrücklich als Heilmittel empfohlen. Der Weißdorn verbessert die Durchblutung, besonders im und um das Herz. Deswegen hilft er auch besonders gut, um Herzinfarkten vorbeugen zu können. Er wirkt auch leicht beruhigend. Das heißt, er hilft tatsächlich auch bei Herzschmerz in Form von Liebeskummer. Der Weißdorn wird auch besonders gerne eingesetzt zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung unseres Herzens. Aber auch insbesondere beim Altersherz, also es ist eine Herzschwäche, die eben im Laufe des Lebens häufiger auftritt, wird der Weißdorn besonders häufig und auch wirksam eingesetzt. Es gibt natürlich auch Tinkturen und Tabletten zu kaufen, die Weißdorn beinhalten. Ich glaube aber, dass es fraglich ist, ob da jetzt Alkohol oder andere Substanzen, die da vielleicht in den Tabletten auch als Trägerstoff noch beigefügt sind, unbedingt hilfreich sind, wenn wir doch schon festgestellt haben, dass der Weißdorn in sich schon die perfekte Kombination ist, um uns zu helfen. Man kann den Weißdorn als reinen Tee trinken, der schmeckt richtig gut und er eignet sich aber auch hervorragend für Teemischungen mit anderen Kräutern und dann kann man sich auch variieren, je nach Jahreszeit, je nach Geschmack, je nach den Dingen, die vielleicht auch gerade frisch auf den Wiesen zu finden sind. Bei den Weißdornarten, die bei uns vorkommen, ist es fast egal, welche Art man sammelt. Es gibt eingriffligen, zweigriffligen. Inzwischen machen sich auch ein bisschen die nordamerikanischen Sorten bei uns breit. Aber da ist auch schon herausgefunden, dass die ihre Heilwirkung genauso mitbringen. Wenn ihr gern sehen möchtet, wie der Weißdorn blüht, wie man ihn erntet und auch vom Rocco nochmal ein paar Sätze zum Weißdorn hören mögt, wir haben letztes Jahr erst unsere Blüten gesammelt und da könnt ihr gern nochmal reinschauen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei. Freut euch schon mal auf das nächste Video und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.